Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute wollen wir euch das neue Tron Bike Update vorstellen. Wie heißt denn eigentlich das Update? Kann uns unser lieber Luca Phoenix verraten? Wie heißt das Update? Ich weiß es gerade gar nicht. Nennen wir es Tron Bike Update. Auf jeden Fall stellen wir euch heute den neuen Spielmodus vor und dann das Tron Update. Tron Bike danach, weil zuerst muss man diesen Gegnermodus hier spielen, Deadline. Und ich sehe richtig nice aus. Alter, diese Anzüge sind richtig geil. Erinnere mich auch an den Ich hoffe, Film. Man kann die kaufen, ich hoff's. Okay, und nach diesem Gegnermodus erst könnt ihr das Bike kaufen. Und wir werden natürlich auch das Bike testen und das hier. Den Deadline. Das, komm, Luca, erklär du mal, wie es funktioniert. Also es ist so ähnlich wie Slither.io, man hat dieses Motorrad, fährt damit herum und man sieht auch oben, es gibt Power-Ups, damit kann man zum Beispiel dann ausweichen. Hallo. Ja, das sollte man nicht machen. Nein, ach man, das war dumm von mir irgendwie. Weil dieses Motorrad macht irgendwie geile Geräusche. Hä, zwischen verschiedenen Filtern, wow, nein, Alter. Ach, die Linien verschwinden übrigens auch wieder. Ja. Und es gibt, ich hab Schub. Ah, es gibt Power-Up. Dieser Blitz ist Schub, sehe ich gerade. Es gibt ja Power-Ups. Vogelperspektive. Ach, es gibt auch jetzt Vogelperspektive. Alles aus GTA klar. 2 noch. Das sind diese alten GTAs, die haben noch diese Vogelperspektiven. Ja, wegen der Engine. Da gab es die ja noch nicht, die 3D-Engine. Vielleicht. Ich hab wieder einen Schub-Power-Up. Kann man hier nicht Ego? Na doch, aber Ego sieht hier doof aus. Okay, also eins sage ich dir, die Handbremse funktioniert nicht. Ja, das habe ich schon bemerkt. Wollen wir eine Revanche? Ich weiß nicht. Doch, komm, lass eine Revanche, weil das war jetzt doof. Okay. Weil ich wusste nicht, dass da die Handbremse nicht funktioniert. Also Leute, merkt euch, die Handbremse funktioniert nicht. Aber du hast gesehen, es gibt Power-Ups, gell? Mhm. Wie aktiviert ihr, wenn die eigentlich normal bin, gerade planlos? Also, ich spiele mit dem Controller, bei mir ist es dieser linker Stick runterdrücken. Gut, dann spiele ich jetzt auch mit Controller. Linker Stick, einfach auf den linken Stick drücken. Ja. Okay. Alter, was die für eine. Guck mal, hup mal, drück mal den linken Stick. Wieso? Nein. Wieso hast du mir das gesagt? Frage, jetzt habe ich den Schub aktiviert. Ja, Mist. Ich suche den zweiten Power-Ups. Verschiedene Bilder. Ah, okay. Alter, was ist denn für eine. Wie kann das eine Hupe sein, Mann? Nein! Ja, das Glück. Ich kann irgendwie diesen neuen Spielmodus gar nicht. Oh ja! Und du, ich spawn genau hinter dir, oder was? Ja. Wenigstens krieg ich den neuen Schub. Was ist das? Oh ja. Aktivieren. Nein, nein! Oh Mann! Nein! Ich endlich auch mal. Aber ich habe bis jetzt immer nur diesen Speed Boost gesehen, sonst nie was anderes. Wow. Ey, ist aber auch richtig schwierig zu lenken irgendwie. Irgendwie schon, ja. Ah, guck mal, das sind neue Boosts. Oh, ey, ich habe Bunny Hop kann man machen. Wow, das klingt geil. Ich bin genau in dein Ding reingeflogen. Ehrlich? Ja. Ich wollte mir diesen Power abholen. Oh Gott. Letzte Revanche. Ja, du kannst jetzt nur fortfahren, weil. Obwohl, nee, du musst ja mit zwei Runden gewinnen, also geht's ja eh eigentlich. Okay, letzte Runde entscheidet. Also, zwei Power-Ups gibt es, soweit wir jetzt wissen. Den Bunny Hop, da kann man so einen kleinen Sprung machen. Oder? Was? Oh, okay. Das ist dieser Pfeil, oder? Dieser Pfeil nach oben. Pfeil nach oben, dann kann man so einen ganz kleinen Sprung machen. Der ist so klein, da kannst du ja mit BMX schneller. Ja, aber das ist vielleicht zum Ausweichen zu. Warum gibt es so eine Hupe? Warum, Mann? Das ist eine sehr gute Frage. Mag ich mich verarschen? Ich hatte gerade diesen scheiß Speed. Ich hatte ihn, aber okay. Oh! Ich hasse es, dass es hier keine Handbremse gibt. Als ob du so schnell warst. Ich dachte, du wärst langsamer.
Nein, das nennt man eben Glück. Ich dachte, du wärst langsamer. Eigentlich sollst du auch langsamer sein. Hätte ich hier eine Handbremse. Hier gibt's ja keine Handbremse, ist ja das Problem. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt? Jeder hat ein Leben. Nein! Nein. Doof, ne? Ja, ich hatte gerade meinen Boost. Hier gibt's ja keine Handbremse, das ist ja das Schwierige. $18.000, Leute. Doppelte RP und GTA-Dollar. Noch heute spielen. Welcher ist heute eigentlich? Heute ist der 8.11. Genau, Leute. 8. Oktober war heute, also geht lieber sofort spielen. Ja, also ich finde es ganz gut. Das einzige Schlechte ist, dass es hier keine Handbremsen gibt. Ja. Ja, okay, also, mit Handbremse wäre es auch vielleicht zu leicht, oder? Ja, das wäre wirklich einfach, kann ich einfach sofort ausweichen. Okay, Leute, ab hier setze ich jetzt einen Cut und dann gucken wir das neue Motorrad an und vielleicht noch ein paar neue Kleider. Hallo und herzlich willkommen zurück nach diesem kleinen Cut. Also hier ist jetzt das Motorrad, bisschen gedamaged und ich habe einen Grafikbug, deshalb leuchtet es eigentlich nicht und verschwinde aus meinem Bild. Ja. Wir fahren jetzt zur Tuning-Werkstatt, ja, zu Luca Phoenix Clubhaus, würde ich mal sagen, oder? Ja. Das ist genau dort, wo dein Clubhaus ist. Hier kriegst du mal den. Dankeschön. Nimm ich mein eigenes. Warte. Perfekte Bremsstufe. Ey, da klingt zu normal. Klingt sie jetzt normal oder was? Ja. Hub nochmal. Lol. Okay. Also das ist mal ein Fail, würde ich mal sagen, Rockstar. Also. Junge, das denkt sich richtig kacke. Ja, komm schnell. Berg auf. Nein, noch nicht. Warte. Komm, wer gewinnt? Das neue Tron-Bike oder mein getunter Kusho? Ich würde sagen, der Gewinner steht fest. Jo, aber kriegst du. Das war ich doch gar nicht, der Raum, das wollte ich nicht. Ich bin doch gegen die Wand geknallt. Ich weiß, hab's gesehen. Okay, ich glaube, die sind sogar gleich schnell. Jetzt muss ich nur kurz Motorrad austauschen. Ist ja voll. Warte mal, kann ich überhaupt rein? Obwohl, nee, ich bin ja noch selber. Du bist nicht in meinem Motorradclub. Ja, dann kannst du mich kurz einladen. Ja, sobald Dings. Welche tausche ich aus? Das sieht hässlich aus. Ich habe mich übrigens so amerikanisch nur eingekleidet, weil ja heute US-Wahlen sind. Go Trump, mit Spaß. Das war ein Witz. Bitte nicht ernst nehmen. Ich denke aber, Trump wird alles so, du weißt, wie ich meine, so Dingsen, stechen, weil er so viel Geld hat. Aber wir machen jetzt keine politischen Diskussionen, das können wir mal in irgendeinem anderen Video machen, ne? Weil... Bist du drin? Das Thema ist gerade ein anderes. Und du hast so viele Motorräder. Ehrlich. Na dann, tune mal. Ich seh dein Motorrad gar nicht. Ah, jetzt. Luca Phoenix munitiert dein Motorrad. Frontschutzbleche. Man kann Schutzbleche entfernen. Warte, ich zeig dir mal, wie das aussieht. Ja, ich seh's. Nochmal dran, bitte. Komm, mach. Achso, und jetzt wieder weg, bitte. Ah, okay, habt ihr es gesehen. Okay, weiter. Nicht verlassen, Scheinwerfer. Zeig. Lackierung, Premierfarbe. Das wird schwarz, Junge. Oh, das sieht schön aus. Aber guck mal, was man auch machen könnte. Oh, alles nee, schwarz. Das sieht eklig aus, ne. Aber das könnte man theoretisch machen. Wo ist jetzt hier wieder grün? Ein Stück grün behalten. Originalfarbe einfach vielleicht? Mach doch einfach zurück auf Original. Ey, kann man nicht. Okay. Ja, da ist Illuminat. Was und weiter? Warte, man kann hier wirklich die Reifen ändern. Okay, das sieht man nur ganz leicht. Ja, mach weiß. Ich finde weiß schick. Die Reifen kann man auch ändern. Das sieht man so ganz leicht nur. Was kann man noch? Ja, warte, ich tu gerade die Reifen ändern. Felgenfarbe. Das bringt irgendwie voll. Ich geh mal auf Hupe, ich glaube, vielleicht bei der Hupe ist sie seine Störgeräusch wieder da. Ja, warte. Kurz die Farbe von den Reifen Limettengrün machen, damit das passt.
Naja, okay. Fertig? Nee, noch kurz schussige Reifen und so. Ich gönn mir einen blauen Reifenqualm. Fertig. Nun gut, dann fahren wir jetzt mal zum Kleiderladen. Ich darf nicht durch das Motorrad fahren, du weißt doch. Natürlich. Ich muss noch rausfahren. Ja, ich habe wieder diesen einen Animationspark, also Laufpark. Immer wenn ich an die Stelle gehe, wo dann dein Motorrad halt vom Werkstatt in seine vorherige Position spawnt, und ich bin halt an dieser Stelle, dann laufe ich irgendwie weg und ich kann es nicht bestimmen, verstehst du? Ja, aber kommst du raus? Mhm. Grad na dann, Ponzenboys ist ja genau da vorne eigentlich. Kann sein, dass sich die Farbe des Wegpunkts geändert hat. Ah, nee, bei mir ist sie gleich geblieben. Bei mir war sie rosa. Ja, die ist doch immer rosa. Nein, die ist lila. So, warte mal. Ich kann mir auch das Klamotten kaufen, so mal gucken. Deadline. Gelb. Oh, ich gönn mir grün. Wow, die können kosten 200.000, kann ich mir doch nicht kaufen, wie schön. Wow, du siehst wunderschön aus. Dankeschön. Wie sieht eigentlich der Helm aus? Jetzt habe ich meinen Helm hochgemacht. Sieht wahrscheinlich aus wie so ein normaler, naja, du weißt schon. Ja, guck mal, der Helm ist jetzt oben. Ja. Lass mal zu Dings gehen, zu Flughafen. Geschwindigkeitstest. Okay, dann setze ich hier wieder einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, hier machen wir jetzt noch ein Bonusmaterial, den Geschwindigkeitstest zwischen der Nagasaki Shotaro und ein Luxjet. Na dann, warte, bereit? Warte, mach das so, wirf einfach eine Granate, wenn sie explodiert, fahren wir los. Nein, ich zähle einfach bis 3 runter. Okay, also bis 1 runter. 3... 2, 1. Schon mal eher schneller als ein Jet. Aber der Jet fliegt jetzt. Wer erreicht zuerst die Landebahn? Der Jet wird schneller. Oh, oh, oh. Und der Jet hat mich überholt. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay, du hast mich überholt. Du hast gewonnen. Okay, also das war jetzt nochmal ein Bonusinhalt, wie schnell der Jet ist. Hey, ich hab doch die ganze Zeit auf dein Ding. Ich hab doch die ganze Zeit auf dein Ding geschossen. Aber ich wurde zum Tode freigegeben, wie schön. Komm her! Ich kann dich nicht. Geht doch. Nein! Okay, also, das war's dann von einer neuen Folge von GTA Online. Ich hoffe, euch hat dieses neue Update Spaß gemacht. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr es so findet. Habt eine gute Zeit, habt einen guten Tag. Haut rein und tschüss. Wow.